Aber Marken wie Supreme, Balenciaga. Interessiert mich schon. Ja, Artikel 13 kennt man auch. Floss Club ist auch mega. Ja. Sehr geehrte Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wie ihr schon seht, sind wir im wunderschönen Wien. Wir sind heute direkt vom Stephansdom im ersten Bezirk, dort wo die Rich Kids unterwegs sind. Und wir werden heute wieder eine weitere Ausgabe von Hypebeasts nach erfundenen Markenfragen drehen. Es wird sehr, sehr witzig. Die erste Ausgabe hat ja schon perfekt funktioniert. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann jetzt hier oben abchecken. Wir haben genau das gleiche vor. Ich werde mir ein paar Namen überlegen, wie zum Beispiel Bruder muss los auf Englisch, Brother must go, oder zum Beispiel unsere Klassiker, die wir schon hatten, Scheibo Club oder Kinder Jock Club. Ich habe mir aber auch ein paar andere Dinge ausgedacht, wie zum Beispiel Krankheiten. Ja, warum nicht auch Krankheiten als Marken verwenden? Wie zum Beispiel BSE, werden wir einfach BSI aussprechen, oder HIV, HIV, das wird nicht allen gefallen, aber ich finde es witzig. Darf er das? Das werden wir heute alles fragen, mal sehen, wer drauf einsteigt und sagt, ja, kenne ich die Marke, extrem lässig, kaufe ich mir auch zum Flexen, und wer zugibt, dass er die Marke nicht kennt. Das wird sehr, sehr spannend. Aber liebe Freunde, bevor es losgeht, ihr wisst ganz genau, das Gewinnspiel läuft immer noch. Es gibt was ganz Besonderes zu gewinnen. Und zwar diesen Schuh hier, den Nike Air Force One Volt in der Off-White-Kollabo. Also ganz, ganz besonders. Alles, was ihr tun müsst, ist maximilian.eu, meine Merch koppen, Bestellbestätigung in eure Insta- oder Snapchat-Story, und schon seid ihr dabei und könnt am Mittwoch diesen Schuh gewinnen. Wir quatschen gar nicht mehr länger los. Wir fangen direkt an. Dankeschön. Ja, wenn du mal Merch koppst, schon. Darf er das? Also, deine Frage ist, wie klärt man Frauen in Wien? Genau. Prinzipiell wäre mal eine gute Idee, echte Balenciagas anzuziehen. Darf er das? Den Mädels fällt eh nicht mehr. Den Mädels fällt eh nicht mehr. Hauptsache mit dicke Karre, würde ich einmal sagen. Ja, das dicke Karre, ist ganz, ganz wichtig. Anscheinend kennt ihr euch ja eh aus mit Marken. Ja, bist sicher. Du so ein bisschen ein Markenspezialist? Du bist gleich in meinem Video also dabei. Also freut mich wirklich. Also ich kenne mich mit Marken ja schon gut aus. Schon gut aus. Genau. Was feierst du so momentan? Momentan also richtig hardcore Moncler. Moncler. Gucci geht so. Gucci geht so. Und Balenciaga definitiv. Ja, ja, Balenciaga. Und Givenchy. Givenchy. HIV, genau. Ist auch geil, oder? Ja. HIV. Die sind auch so geil. HIV Bombenmarke. Oder die Jacke feiere ich auch von so Supreme. Sehr. Von Supreme. Die ist besonders, die ist in der Kollabo mit Kinderjock Club. Das kennst du auch, oder? Ja, sicher. Kinderjock Club die ist haben Bombe. Schon Kollabo? Ja, ja, voll. Ist ja voll krass. Ja, hast du was von Kinderjock Club? Kinderjock Club? Noch nicht. Noch nicht, aber muss man sich gönnen, ja, oder? Ja, muss man. Ja, finde ich auch extrem nice. Was sind so sonst noch deine Lieblingsmarken? Meine Lieblingsmarken wären sonst noch, da gibt es noch Supreme auf alle Fälle. Ja. Dann Brother Must Go ist mega. Ja, mega. Brother Must Go ist immer geil. Tommy Hilfiger auch. Tommy Hilfiger ist auch geil. Ralf Lauren. Ja. Und da gab es noch eine Marke, die habe ich vorhin gesehen. Lacoste, genau. Lacoste. Ja, die ist auch geil. Lacoste ist Bombe. Die ja. haben urgeile Hoodies am Start derzeit. Wie findest du so OB? OB? Geht so, oder? Ja, es geht. Ja. Ist auch nicht so mein Style, aber kann man sich schon mal gönnen eigentlich. Genau, ja. Kann man sich fix. Ja, nice, Brudi. Danke vielmals. Nice, danke vielmals. Was sagst du jetzt dazu, wenn ich dir sage, dass alle Marken, nach denen ich dich gefragt habe, erfunden waren? Ich wurde gefickt. Genau, kein Ding, Bruder, dafür bist du auf meinem Kanal. Hau raus, wie heißt dein Kanal? Mili Brozzi. Mili Brozzi verlinkt mir unten noch in der Infobox. Schaut auf den, schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Vielmals. Absoluter danke. Pro. Absoluter Pro im Fashion Game. Gut, also wir haben. Boah, ganz schön laut. So, Kinder, ein bisschen leiser wird dran der Video, ja? So, warten wir mal, bis die Schulklasse vorbei ist. Zeit. Ihr habt Zeit? Ja. Sehr gut. Seid schon Dropout aus der Schule, oder? Nee. Nein? Immer noch brav in der Schule? Ja, ja. Sehr gut. Seid ihr in der Schule genauso brav wie im Fashion Game oder eher nicht so? Nee, ich bin in der Schule viel schlechter. Ja, aber im Fashion Game bist du top-notch. Ja. Seid ihr so kleine Hypebeasts, kann man das sagen? Nee. Nein? Nee. Feiert ihr das gar nicht? Es übertreibt ein bisschen. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Was feiert ihr für Marken? Ja, die normalen Marken. Ja, Nike und so. Nike und Adidas. Also Supreme und so juckt euch gar nicht. Vielleicht manchmal ja, oder so. Ja. Halt. Pfizer? Feiert ihr Pfizer? Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Okay. Schon mal gut. Und HIV feiert ihr auch nicht? Kenn ich auch nicht. Heupel Club? Kenn ich auch nicht. Kinder Jock Club? Verdammt. Okay, war's. Die ersten haben es gecheckt. Scheiß drauf. Okay, perfekt. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Was deswegen, weil er das Video gekannt hat, oder? Ja.
Okay, sehr gut, das sind die Boys aus der Maximilian Army, die kann man einfach nicht verarschen. Liebe Leute, das ist der Theo, wie man schon sieht, die neue Supreme Stone Island Kollabo am Stissel. Schaut mega nice aus, war für mich unmöglich zu koppen. War nach 12 Sekunden weg oder so? Ja, 12 Sekunden. Huff, natürlich, skatest du? Ja. Ja, okay. Ja, ich skate auch nicht mehr so viel. Früher bin ich viel geskatet, aber heute nicht mehr so viel. Weil sich ja einige aufregen, wenn man nicht skatet, dann soll man kein Supreme und kein Huff tragen. Ich weiß. Was feierst du noch für Marken außer Huff, Nike und Supreme? Supreme Off-White. Off-White feierst du? Ich habe circa 50 Paar zu Hause. 50 Paar Off-White Schuhe? Wenn du willst, du kannst jetzt kaufen. Ja, jetzt gleich? Ja, jetzt. Auch nicht schlecht. Was hast du da? Ich habe Supreme Louis V. Ja. Virgil Abloh Prism. Ah, ja, die Tasche ist Bombe. Ja, die reflektierende. Ja, genau. Die ist richtig geil. Was noch? Ich habe Off-White, The Ten, ja. Ganz alle Kollektionen. Hast du einige Sachen auch von Artikel 13? 13, nein. Es gibt einige aufstrebende Marken, wie zum Beispiel Benson & Hedges feiere ich momentan extrem. Ja, ich weiß. Benson & Hedges geil, oder? Ja, aber ich trage nicht so. Ja, macht süchtig, finde ich einfach. Benson & Hedges macht einfach komplett süchtig. Und was ich auch noch geil finde, ist Umberto. Aber schwer zu bekommen, gell? Schau, ich bin ein Reseller, weißt du? Und ich mag nicht so High Fashion. Ja. Ich trage nur einfach Street Fashion, weißt ja, du? Ja, ja. Ja, manchmal, du tragst zum Beispiel Gucci und Supreme, das ist gut. Aber wenn du tragst zum Beispiel nur High Fashion, für mich, ich habe keinen Bock. Genau, das ist zu basic, wenn man es nicht kombinieren kann. Ja, Supreme, The North Face, Metallic. Ich habe goldene. Zu Hause. Goldene hast du. Ja, 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 die ist auch nice. Aber Umberto feierst du nicht so. Ja, nein. Muss man mögen. Ja, ist so eine Geschmackssache. Was ich noch nice finde, ist, wie heißt du nochmal? OB ist auch nice, stimmt. OB? Zeig mir. OB kann ich dir jetzt nicht zeigen. Ach so, ja. Kennst du nicht, oder? Nein. Ja, ist. Farint ist auch geil. Farint kennst du? Mhm. Aber die anderen kennst du schon. Ja. Bro, was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass alle Markennamen, die ich dir jetzt gesagt habe, alle gar nicht gibt. Wirklich? Das sind alle erfunden. For real? Bobo, what's up? It's a prank. It's a prank. Wirklich? Ja. Well, you know what? Okay, I will tell you, speaking in English. Yeah, of course you can. Yeah, schau. For me, like, he was saying some brands and I was like, okay, fuck it. Like, I will say yes because I don't know what the fuck he's talking about. The thing is, the words which you were saying to me about the clothes, I was like, yeah, OB. This was nice brands, guys. He should open them. Okay, Freunde, wir sind hier am Start mit der... Hallo. Hallo. Ich bin Chiara. Achso, die Chiara. Hallo, yeah. Chiara. Ja. Yeah. Ist Chiara dein zweiter Name? Nein, ist mein normaler Vorname. Und Hallo ist der erste. Ich heiße Chiara Marissa, ich habe sogar noch einen zweiten Namen. Marissa ist dein zweiter Name. Yeah. Okay, Chiara Marissa, wir sind heute unterwegs, weil wir Leute suchen, die sich im High-Fashion-Game so ein bisschen auskennen. Okay. Und ich habe schon deine Off-White-Brille entdeckt und deine Balenciaga-Schuhe. Yeah. Das heißt, du interessierst dich, na sicher, gehen wir durch, na klar. Du interessierst dich auf alle Fälle für Mode. Ja, kann man sagen. Okay. Was sind sonst noch deine Lieblingsmarken, außer Off-White und Balenciaga? Also ich sehe das gar nicht so markenlastig. Okay. Ich finde, es kommt auf eine gute Mischung drauf das an. Das stimmt, aber bei uns geht es heute rein um Marken. Rein um Marken, ja. Genau. Also Off-White mag ich sehr gerne. Ja. Balenciaga, muss ich sogar sagen, sind das meine einzigen Schuhe. Ja, sind auch sehr schwer, gell? Ja, das stimmt. Ja. Und es sieht aus, als hätte ich Schuhgröße 45. Das ist ganz normal bei diesen Schuhen. Ansonsten, ja, so Louis Vuitton, Klassiker zum Weggehen. Artikel 13 feierst du? Kenn ich nicht. Ah, kennst du nicht? Nein, kenn ich nicht. Das ist eine neu aufstrebende Marke. Okay, kennt man nicht cool. So OB, sagt dir was? Ist sag ganz mir auch nichts. Okay. Nee. Ich bin so bei den Klassikern. Ja. Hier mit der Dior-Tasche. Genau. Gut, dann schwenkt man da einfach mal kurz um. Was ist dein Outfit wert? Was schätzt du? Ich habe keine Ahnung. Also die Schuhe kosten 600. Ja, die Brille kostet 300 oder 400. Die habe ich in Mykonos für 280 gekauft. 280, also 300. Store, okay, sind wir auf 880. Die Tasche? Die Tasche ist um die 1300. 1300, sind wir auf 2200. Die Hose? Die habe ich jetzt in Wien gekauft, 60 Euro. 60 Euro, ja. Basics müssen immer dabei sein. Und das ist, glaube ich, vom Zara irgendwas um den Dreh mit 20, 30 Euro. Ja. Hast du die Hose zu deinem Lippenstift abgestimmt? Ja, habe ich gemacht, tatsächlich. Ist mir aufgefallen. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, ich finde ein nice Outfit. Was hast du da noch für eine Jacke? Das ist auch eine ganz einfache Jacke. Die habe ich mir in Mykonos gekauft, weil es so windig war. Mhm. Für, ich denke, 100 Euro oder sowas war im Sale. Euro. Also no name. Und ich habe gerade deine Rolli entdeckt. Nein, ich habe die nicht in der Stadt an. Das ist eine Tamaris-Uhr. Eine Tamaris, oder wie es in der Werbung heißt, Tamaris. Ganz genau, ja. Und was ist das von Cartier? Nein.
dachte, es ist von KT. Doch, ist von KT. Wie viel kostet das? Kosten die nicht 5.000 oder sowas? Hab ja, ich sowas. Bekommen okay, das heißt, wir sind circa bei 7.600 Euro. Stabiles Auto. Ah, die Ohrringe haben wir vergessen. Die Ohrringe, die sind von Sabo. Ah, okay. Denk mal 100 so. 100. Ja, sind wir auf knapp 8.000 Euro. Stabiles Outfit. Ja. Hast gar keine Angst drum? Nein, im ersten Bezirk geht's, oder? Deswegen habe ich ja hier die gute ah, ja. Die macht's dann aus, natürlich. Ja, sehr nice. Ihr habt schon Hunger. Wir wollen euch gar nicht mehr länger aufhalten. Ja. Übrigens, die Marken, die ich dich gefragt habe, waren alle erfunden. Und sehr gut, dass du zugegeben hast, dass du sie nicht kennst, denn die meisten Leute sagen, ja, kenne ich, voll cool. Ach so, nee, kenne ich nicht. Von dir. Rolex Deapsir. Genau. Rolex Deapsir. Ein Freund von mir hat so eine Uhr. Deapsir. Deapsir. Ah, Deapsir. Genau. Deapsir gibt es schon, aber Deapsir ist, glaube ich, vom gleichen Hersteller wie die Balenciaga. Ach so. Glaub ich. Aber die Hersteller von den Schuhen ist mein Onkel. Der macht immer Fake-Produkte. Ja. Alles 1:1 aber. Wirklich 1:1. Er schaut 1:1 aus, muss man sagen. Außer ja? Man kann es von unten bemerken, dass die Fake sind. Ja. Nur von unten. Ja, dann ist es nicht 1:1. Ah. Das ist wohl, aber da kann man schon bemerken, dass es 1:1. Ja, bei der Schrift aber auch, Brudi, bei Balenciaga-Schrift. Ach so, ah ja, voll, und oder? Bei der Schuhform auch ein bisschen. Aber die Fehlersocken sind original. Die Fehlersocken sind original. Das ist das Wichtigste, Leute. Das wenn fake, dann müssen zumindest die Fehlersocken original sein. Ist genau. Klar. So, liebe Leute, bei mir jetzt am Start der... Hühner Emak. Hühner Emak? Ja, habe ich auch verstanden. Okay, Bruder, man sieht jetzt schon, du warst nicht nur shoppen, sondern du die Louis V-Kette am Schauen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, nicer Fit auf alle Fälle, du interessierst dich für Fashion, das sieht man auf alle Fälle. Ja. Bist du auch so ein bisschen im Hype-Beast-Game unterwegs? Nein, nicht so. Gar nicht so? Also, bist nicht so sattelfest. Nein. Aber Marken wie Supreme, Balenciaga. Interessiert mich schon. Ja, Artikel 13 kennt man auch. Floss Club ist auch mega. Ja. Ist auch lässig. Und welche Marken feierst du sonst noch so? Ja, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Gucci. OB, oder? Nicht so? Nein. OB ist nicht so dein Style? Nein. Das ist so ganz so eigene Sachen, Supreme, ne? Nike, Adidas Supreme. Sachen. Ja. OB feiere ich auch nicht so, weil die machen ja diesen Baumwoll-Scheiß mit diesen roten, mit der roten Geschichte da drinnen, gell? Ja, ich weiß. Ist nicht so mein Style. Nein, meins auch nicht. Muss man mögen, gell? Ja. Laufen hier einige Leute mit OB herum? Hast du schon wen gesehen heute? Nein, heute nicht, weil ich komme auch aus Niederösterreich. Ja. Also bin nur heute fürs Shoppen da. Ja, sonst laufen mehr Leute mit OB herum, gell? Ja. Ja. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass alle Marken, die ich jetzt gefragt habe, erfunden waren von mir? Macht nichts, Brudi. Aber wie gesagt, nicer Style. Ja, danke. Hast du Instagram? Ja, habe ich. Na, dann hau raus. UNAL_. Das findet ihr unten in der Infobox. Schaut auf alle Fälle vorbei bei Hühnerfleisch. Darf er das? Er hat eine Freundin, also schaut lieber nicht vorbei bei Hühnerfleisch. Ja, lasst den Boy in Ruhe, der ist in festen Händen. Okay, Leute, es hat wieder mega gut funktioniert. Es waren aber auch wieder ein paar dabei, die es gecheckt haben. Die haben das Video schon gesehen, aber auf alle Fälle richtig nice gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf alle Fälle ein Like da, liebe Freunde. Und nicht vergessen, maximilian.eu, Merch koppen, Bestellbestätigung in eure Insta-Story oder Snapchat-Story. Und dann gibt es diesen Volt zu gewinnen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich bedanke mich. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian. Darf er das?